Was geht ab, meine Z-Fighter? Ozor hier mit der Review zu Dragon Ball Super Episode 125. Und ganz klar, das Hauptaugenmerk liegt hier beim Raid-Boss Toppo. Also, was ist denn mit Toppo los? Ich weiß nicht, woher er seinen Boost bekommen hat oder seinen Stoff, aber das war ja krank. Wir werden auf jeden Fall zu Toppo sprechen kommen, hauptsächlich zu ihm. Aber die Episode hat damit angefangen, dass Jiren und Goku, ja, wir haben weitere Szenen gesehen, Jiren, Vegeta, Jiren, Vegeta, sag ich. Goku, Vegeta gegen Jiren. Ich fand die kurzen Szenen gar nicht mal so schlecht, da man nochmal die Harmonie quasi zwischen Goku und Vegeta gesehen. Oder eben nicht, ja. Sie können immer noch nicht quasi ein bisschen zusammenarbeiten, haben es trotzdem versucht. Vegeta hat gemeint, komm nicht in die Quere und so weiter und so fort. Aber die Animation an der Stelle von den kleinen Sequenzen gegen Jiren fand ich wirklich sehr, sehr gut. Das haben sie gut zur Schau gebracht, wie Goku und Vegeta, also die Verbindung zwischen beiden. Dann hat auch Beerus kurz Respekt gezollt gegenüber Gohan. Goku hat zugehört und Vegeta meint, du hast echt Nerven, dass du in einem Kampf da hochguckst und dich vom Kampf ablenken lässt. Und sind dann quasi gegen Jiren weiter in den Kampf gezogen. Dann ging es auch direkt schon los mit Toppo. Die Sache war nämlich die, Toppo hat gegen C17 gekämpft. C17 wirklich an der Stelle mal direkt Anfang an. Wow. Also C17 ist MVP des Turniers. Also mein Respekt an C17, man merkt wirklich, dass dieser Dude überleben kann. Er geht so taktisch voran, er hat so ein gutes Überlebensinstinkt, das ist wirklich 1A, denn er weiß, gegen Toppo kommt er nicht an, aber er wollte die Zeit runterspielen, denn Universum 7 ist eine Überzahl, 11 nicht, heißt, er hat so quasi abgeschätzt, okay, wir haben noch etwa 6 Minuten, hat mit Toppo ein bisschen rumgespielt, er hat ja endlos Energie als Cyborg und hat so quasi versucht, Zeit zu gewinnen. Toppo hat das Ganze natürlich ein bisschen gemerkt, wollte ihn zum finalen Schlag ausholen. Er konnte ihn nämlich nicht erwischen. C17 war ein bisschen so flink wie eine Katze, sag ich mal. Da kam es jedoch zur Szene, dass Toppo gemeint hat, okay, jetzt hol ich meine ganze Kraft raus. Er hat so quasi einen Energiebeam gemacht, eine Ulti, sag ich mal, eine Superattacke. Und C17 konnte da nicht ganz mithalten, hat dagegen gehalten quasi, versucht dagegen zu halten, konnte es nicht. Er sah kurz davor aus, als würde C17 verlieren, aber dann kam ein schockierender Blick von Toppo, als hätte ihn irgendwas getroffen und tatsächlich Golden Freezer stand auf der anderen Seite, also hinter Toppo und hat ihn mit dem Todesstrahl getroffen quasi. Toppo hat das gemerkt und Freezer an der Stelle meinte, ja, also so fies wie er ist und so, bla bla, hat der Toppo ein bisschen provoziert. Irgendwie, wenn ich ehrlich bin, wenn ich da kurz so einen quasi Cut reinhauen könnte, Freezer hat mich in der Episode echt genervt, wenn ich ehrlich bin. Seine Art vor allem. Also, Freezer war ja mal total Müll einfach, ja. Aber dazu kommen wir auch noch gleich zu sprechen. Denn der hat irgendwie gar nichts gezeigt, außer zu nerven. Denn an der Stelle hat er quasi Toppo genervt. Also war ja nicht falsch, denn es geht ums Überleben. Er hat Toppo ein bisschen so niedergeredet, mit ein paar Fingerpistolen abgeschossen. Und dann meinte er, ja, jetzt mache ich ernst, komm. Ich versuche ihn zu töten. Sayonara, Gerechtigkeitskrieger und so, hat an seinem Gerechtigkeitssinn bisschen gehakt, bisschen das getriggert von Toppo. Er hat ihn dann getroffen, dann hat Toppo quasi von hinter sich eine Attacke abbekommen, von vorne, von C17. Und das haben sie gut animiert, wirklich. Die Szene wurde Toppo quasi besiegt. Ja, das dachten viele. Das dachten wirklich viele. Denn was ab da passiert, war einfach WoW! Das hat mich so an World of Warcraft erinnert, vor allem die Form von Toppo selbst. Wie es zu der Form kam, oh mein Gott. Toppo stand quasi noch, also alle dachten, Toppo wäre besiegt, aber Whis hat gemerkt, nee, er ist noch nicht besiegt, er ist noch nicht in der Tribüne. Dann ist die Szene wieder ins Turnier gewechselt, zum Schauplatz und wir sahen Toppo noch aufrecht, aber er hatte keine Pupillen mehr. Diese Szene hatte wirklich Impact. Dann ist er quasi in die Knie gefallen. Er hat es versucht abzustützen am Boden, kam Freezer hinterher, hat ihn wieder getrashtalkt. Ah, hier ist deine Gerechtigkeit und so, wo ist deine Gerechtigkeit und so, zieh dich doch mal an. Dein Outfit, Gerechtigkeitsoutfit ist von den Fetzen und Müll sollte in den Müll gehören. Dann steht Toppo wieder auf. Also diese Szene, als Toppo aufgestanden ist, auf Freezer herabgeschaut hat, er war so ein bisschen schattiert, sag ich mal, Toppo, hat keine Pupillen. Oh mein Gott. Auf einmal sagt er, it's worthless, also es ist wertlos. Gerechtigkeit ist an der Stelle wertlos. Jetzt geht's ums Überleben. Heißt, Toppo ist Full Power gegangen. Toppo hat gemeint, ich muss überleben für mein Universum. Gerechtigkeit beiseite gelassen, es ist quasi wertlos, wie ich schon gesagt hatte eben. Und dann, Leute,
tut er sich aufpowern und dann merken sie schon, also die merken schon, alle merken schon, okay, da kommt eine massive Energie auf uns zu. Ihr müsst mal überlegen, Goku und Vegeta versus Jiren, die haben sie kurz unterbrochen, sind kurz einen Step beiseite gegangen. Keiner hat das ausgenutzt, so die Schwachstelle, sondern haben gemerkt, was ist das für eine Energie und so. Jiren schaut so quasi in Richtung Toppo und meint, Toppo hat sich endlich entschlossen, Full Out zu gehen, Full Power zu gehen quasi. Und die Kaioshin und Wermund vom, also Kaioshin vom Universum 11 und Wermund haben dann auch gesagt, jetzt ist RIP. Also alle haben gemerkt, hey, unser Kaioshin von Universum 7 hat gemerkt, das ist eine diese Energie, sie gleicht der eines Gottes. Birusama hat das auch natürlich gemerkt. Wie gesagt, Wermund und so weiter und so fort auch. Und die Szene war übel witzig, als Wermund und der Kaioshin Universum 11 so auf einmal rüber geschaut haben, so, please und so, das ist die, so richtig so Diva-like. Das ist die Energie von den Anwärter des Gottes der Zerstörung. Wir sehen Toppo, ihm umgibt eine lila dunkle Aura. Er bekommt hier ein Symbol, er wird richtig breit gebufft. Wie man merkt schon, Toppo hat sich transformiert. Toppo hat sich verdammt nochmal verändert. Und Wermund sagt auch, endlich hat sich Toppo dazu entschlossen. Das ist der Gott der Zerstörung unseres Universums. Klar, Anwärter, aber an der Stelle haben sie das wirklich den Impact darauf gesetzt, dass er der Gott der Zerstörung ist. Und das hat man auch gemerkt. Also was dieser Dude dann hatte, ab dem Zeitpunkt war einfach WoW. Das war RIP. Das war einfach WoW-Toppo, ja. Also Toppo und Charakter in WoW, World of Warcraft, diejenigen, die das nicht kennen. Anders hat es mich erinnert. Und dann, easy. Was kann Toppo natürlich als Gott der Zerstörung? Hakai, er kann Zerstörung ansetzen. Und macht direkt einen Hakai gegen Freezer. Freezer meint, ach, das kenne ich schon. Und easy, dafür reicht eine Hand. Ja, falsch gedacht, Freezer. Freezer wurde komplett von dem Hakai auseinandergenommen. Und dieser Hakai von Toppo hat alles zerstört. Die ganze Stage gespalten, Schutt und Trümmer gelegt, den Himmel verändert. Also an der Stelle mal, genau das wollen wir sehen. Wenn sich jemand transformiert, dann wollen wir das sehen. Dann wollen wir merken, oh mein Gott, der Junge hat sich verändert, der Junge eskaliert, der zerstört jetzt alles. Um kurz, ganz kurz eine Referenz darauf zu machen, ja, Vegeta hat sich auch transformiert. Wir sehen von ihm immer noch nichts. Das ist halt das, was ich meine, Leute. Ich weiß, ich hake darauf immer und immer wieder ein. Aber es ist so. Warum wird ein Charakter quasi benachteilt? Jeder, der sich transformiert, merkt man, oh mein Gott, er hat sich transformiert. Er kann jetzt was. Und das ist auch mit Toppo. Toppo hat nicht aufgehört. Also Toppo hat Freezer regelrecht zerstört. Mit dem Hakai war Freezer weg. Ich wusste an der Stelle nicht, ob Freezer zerstört wurde. Er wurde von einem Hakai getroffen, also eigentlich sollte er zerstört werden, aber war nicht so. Kam dann in der späteren Folge noch, sonst wäre Toppo auch disqualifiziert. Anyways, dann hat Toppo gegen C17 weitergekämpft und hier wirklich Respekt an C17, er hat mithalten können. Er ist natürlich unterlegen, aber durch seinen Überlebensinstinkt, wie er vorgeht im Kampf, wie taktisch er vorgeht, konnte er überleben. Er hat die Felsen quasi benutzt im Ring, um hin und her zu gehen wie eine Katze. Er hat versucht, eine Schwachstelle von Toppo herauszufinden. An der Stelle Toppo, was kann er jetzt? Quasi, er ist der Gott der Zerstörer, er kann zerstören, Hakai einsetzen oder er kann es mit Hakai umgeben, sodass alles, was ihn trifft, zerstört wird. Und das hat C17 quasi erstmal versucht, mit Felsen umhergeworfen, ein bisschen mit seinen Ki-Explosionen und alles rund um Toppo herum, um seinen Körper wurde halt zerstört quasi. Und C17 hat versucht, eine Schwachstelle herauszufinden, hat auch quasi eine gefunden, nämlich wenn bevor Toppo sein Hakai einsetzen kann, muss er sich quasi aufladen, diesen Hakai aufladen und da kann man ihn quasi, ist ein Schwachpunkt, sage ich mal. Mehr oder weniger, denn selbst dann kann er sich immer noch mit Hakai umgeben. Anyways, dann, in der Folge kamen ein paar Referenzen, dann kam aus dem Nichts wieder Freezer. Ja, wirklich Namek-like Freezer, ein Auge zu, das war wirklich die Referenz zu Namek, zum Freezer von Namek. Und Freezer meinte, ja, da hat er wirklich, kam er einfach nur um zu nerven wieder, ja. Meinte, hey, ist das ein Gott der Zerstörung und so, wie es in deinem Titel steht, werde ich dich zerstören. Ich dachte mir, Freezer, wo bist du gerade? In welcher Episode bist du gerade? Du wurdest regelrecht zerstört. Dann sagt Toppo, komm, zeig mir alles, was du kannst. Und Freezer sagt, ich zeig dir die Kraft, die einen Planeten zerstören kann. Ja, Freezers Ulti. Freezer bufft sich auf, schmeißt seinen Planeten runter, quasi seine Ulti. Toppo macht regelrecht so. Kleinen Mini-Hakai. Hier, nimm. GG, Ulti zerstört. Und ab der Stelle, oh mein Gott. Oh mein Gott, was hatte
diese Szene für einen Impact? Toppo rusht auf Freezer. Er verpasst ihm so einen Hieb. Freezers komplette Existenz wurde mit diesem Hieb zerstört. So geil, wie das animiert wurde. Freezer war GG. Nicht nur Freezer wurde von diesem Hieb getroffen, sondern seine Urgroßväter wurden von diesem Hieb getroffen. Sein ganzer Clan wurde von diesem Hieb getroffen. Toppo packt ihn am Kopf, schmettert ihn runter, nimmt ihn hoch, sagt, Müll gehört in den Müll. War das nicht so? Zerdrückt seinen Kopf so. Ah, diese Szene, die hatte so viel Impact. Ich dachte, was gucke ich da an? Ist das noch Dragon Ball? Die war so brutal, wenn ich ehrlich bin. Und Toppo meint, ja, will ich jetzt zerstören, dann will ich disqualifiziert. Schmeißt ihn runter, kickt ihn weg. Und an der Stelle, übel geil, Zeitreferenz. Da kommt so ein Fels dagegen und rettet quasi noch Freezer. Ich dachte mir, was war das? Kommt C17, macht so. Ups, da ist mir meine Hand ausgerutscht. Also ganz klar Referenz an Golden Freezer da. Ihr wisst Bescheid. Aber auch die Szene, an der Stelle ganz klar Vorbereitung fürs Finale. Freezer wurde somit nicht aus dem Ring gehauen. Freezer liegt irgendwo auf der Stage jetzt glücklicherweise dank C17 rum. Diejenigen, die vielleicht Dragon Ball Heroes gesehen haben, die Szene zum Universum Survival Arc, ich will nicht arg spoilern, wissen aber vielleicht, was ich meine mit, das ist die Vorbereitung fürs Finale. Anyway, so viel dazu. Und dann an der Stelle, Toppo sagt, ey, C17, wirklich Respekt an dich quasi, ich erkenne dich an, aber du hast keine Chance. So hat dann mehr oder weniger die Folge zu Ende gegangen. Und das war dann quasi nochmal so eine Szene für mich, wie Toppo und C17 dargestellt wurde. Das war wie für mich, wie damals C17 gegen Cell. So hatte das für mich den Anschein. Aber wirklich, wirklich sehr gute Folge. Eine Folge mit massivem Impact, vor allem der Gott der Zerstörung. Man saß im, es war im Titel, so wie er dargestellt wurde, so wie es transformiert hatte, was er drauf hatte. 1A, konnte man wirklich nicht besser machen. Das war wirklich eine der besten Dragon Ball Super Folgen. Und geil, also ich finde das geil, dass quasi eine der besten guten Dragon Ball Super Folgen nicht auf die Hauptcharaktere, auf die guten, auf unsere Jungs Goku und so Wert gelegt wurde, sondern auf Toppo, also auf einen anderen Charakter. Also Toppo selbst hat gesagt, von nun an bin ich jenseits von Gerechtigkeit und Bösem. Also er stellt sich quasi noch eine Stufe höher. Fand ich wirklich sehr gut, unser Raid-Boss Toppo aus WoW. Was haltet ihr von ihm, Leute? Lasst mich in den Kommentaren wissen. Also er ist einfach nur RIP. Der ist für mich einfach nur RIP. Und ja, mehr kann ich da an der Stelle auch nicht dazu sagen. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Zeit. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns das nächste Mal. Peace.